Bäm, jetzt habe ich das nämlich auf eine Maustaste gelegt und kann jetzt immer schön mein Overlay ausschalten, wenn ich das möchte. Wow. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie cooler, das hat so ein bisschen was vom Videofilm-Zeugs. So, ja, jetzt das mal ist gucken. Auch cool. Gerade bei dem Spiel mit dieser geilen Grafik. Sollen wir mit dem mal quatschen? Achso, du bist jetzt aber immer noch nicht da. Ich kann mich jetzt zu dir porten, jetzt bist du ja wieder quasi... Dann lass doch mal eine Quest machen, die du auch noch nicht hast. Warte, ja, ich glaube, du bist jetzt, ja, du bist ja, Dings, Altmeri-Dominion, oh. Da bin ich ja nicht gewesen. Warte, komm mal. So. Sitz. Sitz. Er macht's. Der hört, der Hund. So ein Lieber. Oh, Hund, du sitzt da, Kacke, du sollst mal hier richtig sitzen. Ja, jetzt. Oh, genau. Klasse. Guck mal, wie er vor der Mauer sitzt. Das sieht aber irgendwie traurig aus. Wo bist du denn? Na warte, ich porte mich erst. Moment. Fesselein. Oh, der guckt vor allem so treu drauf. Ich feiere den Hund voll. Warte, ich komme jetzt erstmal zu dir hier ran. Sekunde. Meine Mütze schaltet rein und ich das erste, was er von mir hört, ist Pilz wuchs gut. Das ist nicht so, wie es aussieht. Nein, das ist nicht auch das, wonach es sich anhört. Erstmal Chris finden. Ich lasse Käfer gegen Käfer kämpfen. Oh, Käfer, der ist aber stark. Ja, die Käfer sind relativ high level. Ach, easy going. So. Ich bin ein böser Schäfer, weil ich ein Schaf gerade umgebracht habe. Halt, kommt nicht näher. Was ist denn, was hat sie denn jetzt für ein Problem? Halt, kommt nicht näher. Tackle rauf da. Doch. Hört auf meine Worte. Ach, da hinten, hier. Mehr als euer Leben solltet ihr euch nähern. So, hast du die schon? Nein. Hier war Wo ich bist du? Nicht. Ich stehe neben dir. Ach, da. Da ist mein Herzblatt. Ja, guck mal, ich bin wieder da. Oh, okay, dann lass die machen. Wir drücken am besten gleichzeitig. 3, 2, 1, reden. Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Okay. Was seid ihr? Ein törichter Geist. Mein Ehrgeiz hat mich tief sinken lassen. Doch ich werde nicht erlauben, dass es anderen ebenso ergeht. Das Buch vor euch trägt einen schrecklichen Fluch. Genau wie zwei weitere. Ihr könnt doch hören, wie es nach euch ruft, oder? Nein, ich höre nur euch. Na, wie nur? Seid ihr stark genug, um ihrem Ruf zu widerstehen? Könnt ihr sie zum Schreien bringen und beenden, was mir nicht gelang? Hört auf meine Worte. Das verbotene Wissen in diesen Büchern ist nicht für diese Welt bestimmt. Sie müssen vernichtet werden. Sagt mir, was ich tun muss. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zuzuführen. Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und sie zum Schrein bringen, um sie dort zu vernichten. Wo ist dieser Schrein? An den Ufern von Kenartis Rast, jenseits der Stadt Mistral. Er wird von einer immerwährenden Flamme erhellt. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Für wie stark ihr euch auch halten mögt, fürchte ich, dass die Folianten noch stärker sind. So, das gehört, Luni. Och, ja. Die denkt, die sind stärker. Puh. Na, du. Was ist das denn hier? Warte, hier was ist hast, was hast du für einen Schrott? Ja, das ist cool. So ein Dwemer-Vieh habe ich. Das ist R2-D2 ja, und 3 CPO in einem. Ja, genau. So eine kleine Mischung ist das. Also das Buch brauchst du jetzt hier aber nicht durchlesen. Nee. Wir müssen nur hier aufpassen. Aha, Onno? Oh, da passiert was. Wow. Was ist das? Süß. Was ist das? Wartet, ich wollte doch nur etwas Schönes erschaffen. Eiskalt weggelasert. Ja. Sie wollte nur etwas Schönes erschaffen. Ja, das war's dann, ne? Pau. Was? Ja, wir müssen jetzt, wenn du auf der Karte schaust, erlangt den Folianten das Tagebuch von bla 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 und bla bla bla. Also zwei Folianten müssen wir holen. Dunkles Wissen, oder? Ja. Am besten, wir benutzen jetzt einmal unser Reittier. Das geht nämlich schneller. Aber hab ich schon eins? Ja, das hast du. Drück mal H. Inventar. Was H? Ja, drück mal H.
Oh, der Gaul. Nämlich, ja, das gab's nicht bei deiner Edition. Gratis dazu. Krass. Cool, ne? Aber du bist schneller. Ja, weil ich übelst High-Level bin. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht wieder alles töte, Schafe und so. Ja, ich habe gerade, wie gesagt, ein Schaf schon getötet. Oh, hier gibt's eine Quest. Hol schön dir alle Quests, Chris. Was hier? Ist das nicht das, wo wir hin müssen? Nee, wir müssen dahinter, okay. Nee. Das aber siehst du daran, dann lass uns erstmal eine Quest fertig machen. Okay. Ich finde es irgendwie immer blöd, wenn die alle durcheinander quatschen. Okay, wir machen eine. Da habe ich irgendwie so einen Tick. Ja, das ist nicht schlimm, macht nichts. Ja, weil dann kommst du halt komplett durcheinander und weißt nicht mehr, okay, was sollst du jetzt überhaupt machen? Du, das ist aber nachher normal bei Teso. Du hast nachher 8 Millionen Quests. Du hast auch, glaube ich, du kannst nur 25 annehmen. Okay. Ja, aber wenn du erstmal eine, wir haben jetzt zum Beispiel mit der gequatscht und jetzt machen wir das fertig, so, dann ist jawohl. Die Story nämlich rum. Jawohl. Und wenn ich jetzt mit der mit dem anderen gequatscht hätte, hätte ich schon wieder vergessen, was sie gesagt hat. Warte, ich kämpfe mir mal ganz kurz gegen den. Game over. Tschüss, Junge. So, hier ist das nächste Buch. Wissen ist Macht. Ritual des Nachklangs. Wow. Schwerer als erwartet. Mal, ob es das wert war. Kommt jetzt wieder das Auge? Kommt wieder das Auge? Nee. Sterben, Sterblicher. Oh. Nicht jetzt. Pam. Niemals. Pam. Übelst auf Hide. Okay, das war's. Wo war das zweite Buch? Schön. Ja, schön interessant. Ja, ist es. So, jetzt müssen wir weiter reiten. Rufe dein holdes Ross. Alle ab. Jiha. Jiha. Der soll entgegen. Oh, ist das romantisch. Oh, guck mal. Ich auf meinem Wolf, du auf deinem Pferdchen. Verheiratet. Ach, wunderschön. Alles geklappt, ja. Das sind unsere Flitterwochen. Oh, ist das schön. Das hast du gut ausgesucht. Eigentlich sollte es am Strand stattfinden, aber es war ein bisschen zu teuer. Strand kommt noch. Strand gibt's hier genug. Also, das war nicht zu teuer, das kommt noch. Das kommt noch. Ja, das wusstest du natürlich, ne? So, hier ja. Ist das. Nee, es gibt nicht. Ich kann nicht absteigen eigentlich. Einfach kämpfen drücken. Ja, oder E oder H oder wie auch immer. Was das legendäre so Gebüsch? Legendäre Gebüsch finden. Was? Was? Nun, ich zeig dir das legendäre da? Gebüsch. Ich bin nicht sicher, ob ich das dieser sehen möchte. So, wo müssen wir jetzt hin? Nach da oben. Meine Güte, findet den zerstörten Schrein. Gut. Chris, ne? Zerstörter Schrein? Auf jetzt. Aber wir machen hier übelst Sightseeing, ey. Wow. Ja. So viel muss ja erstmal unterwegs sein in Flitterwochen. Oh, warte, kam, Harpien. Kam. Kam. Ein Rumgepimmel hier, ey. Ja, das sag ich dir, oder? Ein Rumgepimmel. Ich glaube. Natürlich bleibt er an so einer kleinen Kante hängen. Ja, das passiert mir dauernd. Die gehört zum Schrein, glaube ich. Diese versteht nicht. Der Schrein soll mit einer immerwährenden Flamme. Aber nicht, dass ihr euch hier gleich verliebt, ne, Katze und Katze. Wir sind jetzt verheiratet, Chris. Ja, So, wer seid ihr? Eine einfache Khajiit, die tut, was sie kann, um zu überleben. Zahira Daro suchte in diesem Schrein nach Führung. Es heißt, die Flammen würden all jenen Visionen gewähren, die auf der Suche sind. Wonach sucht ihr? Nach Antworten auf ungestellte Fragen. Nach Mysterien, über die die Gestirne selbst bestimmen. Und wenn Zahira Daro dabei etwas Gold verdienen kann, umso besser. Dieser Schrein ist der Schlüssel zu all diesen Dingen. Okay. Es ist ein Schrein für Hermeus Mora. Den dädrischen Fürsten des Wissens. Man sagt, wenn man in die Flammen starrt, würde einem alles enthüllt. Doch ohne die immerwährende Flamme gibt es keinen Weg, um die verlorenen Bücher zu finden. Oh, Chris, das ist die erste Entscheidungsquest. Verlorene Bücher, da bin ich erst. Wow. Die im Laufe unzähliger Jahre verloren gingen.
Sie sind voller Geheimnisse aus früheren Zeiten, eine Verbindung zu unserer Vergangenheit und eine Brücke in unsere Zukunft. Es spielt keine Rolle, welche Lügen der Geist erzählt hat. Sahiradaro wird diese Bücher finden. Bei der Suche nach dem Schrein ist mir ein Geist erschienen und wollte mich verscheuchen. Begreift ihr denn nicht, Hermeos Mora belohnt das Streben nach Wissen. Der Geist ist eine Prüfung, um faule Sucher fernzuhalten. Okay. Das ist sie. Das ist der lügende Geist. Hört nicht auf die Worte dieser Närrin. Die verbotenen Folianten müssen zerstört werden. Platziert sie schnell in der Flamme des Schreins. Was? Das ist unmöglich. Wie dem auch sei. Ich werde das Feuer des Schreins mit meiner eigenen Essenz neu entfachen. Aber ihr müsst mir versprechen, sie zu vernichten. Ihr habt gesehen, was jenen widerfährt, die Folianten besitzen. Dann ist das ein Segen. Sobald die Bücher nach jemandem zu rufen beginnen, bleibt nur wenig Zeit, bis sie einen vollständig umgarnt haben. Verbrennt die Bücher. Lasst euch nicht von ihrer Last zermalmen. Leb wohl! Du hast schon alles gemacht, wa? Du rippst schon wieder so total schnell. Nur die hört sich auch die ganzen Dialoge nicht an, die skippt immer weg. Ja, aber ich kenne die doch schon, Chris. Ich denke, das hast du noch nicht gemacht. Naja, jetzt mit diesem Charakter nicht. Nein, aber ich habe es schon mit einem anderen mal gemacht. Verbrennen. Oh, jetzt muss ich mir entscheiden, oder was? Ja, jetzt muss genau. Erhebt die Bücher zum Feuer. Doch eure Hand scheint mitten in der Bewegung zu erstarren. Ihr spürt plötzlich prickeln. Das Bisschen über euren ganzen Körper wandert. Oh, geil. Ein leichter Schmerz breitet sich im Hinterkopf aus. Fortgehen, ohne die Bücher zu verbrennen. Die Bücher verbrennen. Ich verbrenne die Dinger. Ich hab die auch verbrannt. Och, wir sind uns so ähnlich, ist das romantisch. Eure Hand bleibt, wo sie ist und hält weiter die Bücher fest. Ein Schauer läuft über den ganzen Körper. Geil. Die ganze Schmerz ist stärker. Ignoriert den Schmerz, verbrennt die Bücher. Eure Hand zittert und eure Sicht verschwimmt. Aber der Griff eurer Finger an den Bücher lockert sich nicht. Der Schmerz an eurem Kopf wird unerträglich. Verbrennt die Bücher, verbrennt die Bücher, verbrennt die Bücher. Man muss es natürlich dreimal hinschreiben. Ja, damit ist es auch, verbrennt. Die Flammen verbrennen uns. Es tut weh, es tut weh. Na, Chris und ich halten wieder Händchen. Ach, ist das romantisch, guck mal. Ich hab die jetzt verbrannt. Und was habe ich jetzt davon? Ja, du kannst die... Warte mal, bleib mal kurz stehen. Ich muss ein Foto von uns beiden machen. Ja, das ist das Problem. Das Problem, man muss immer... Um ein Foto zu machen, musst du halt immer rechts stehen von demjenigen. Nee, warte, ich hab gerade ein wunderschönes Foto von uns gemacht, schicke ich dir nachher. So, jetzt hast du die Quest abschließen. Hab ich doch. Sprich mit der alten Musti. Hier, mit dem Geist musst du noch sprechen. Hier. Ihr habt es geschafft. Die Folianten sind weg. Ich kann sie nicht mehr hören. Vor allem, seid ihr sicher? Ich bin sicher. Ihnen wird keiner mehr in die Falle gehen. Ihr habt geschafft, was ich nicht konnte. Doch es ist vollbracht. Und das ist alles, was zählt. Alles, was zählt? So, okay. Abgeschlossen haben wir. Jolt gekriegt und Erfahrung. Ey, richtig viel Erfahrung. Ich schick dir mal kurz unser romantisches Bild. Guck mal, Chris. Das ist wunderschön. Pass auf. Oh, unser erstes gemeinsames Foto. Das hättest du hier machen müssen. Guck mal, hier, wo die Sonne noch im Hintergrund und so. Ach, warte mal, da kann ich auch noch ein Foto machen. Moment. Pass auf, warte, jetzt muss ich mich nur richtig platzieren. Warte, Moment. Nee, das ist, warte, so stehe ich nicht richtig mit mir. Ja, so ist auch schön, warte. Ah, die Tiere sind hinter uns, warte. Guck mal, der macht Partycrasher da. Ja, Fotobombs macht der gleich. Ja. So. Oh, ist das schön. Oh, wunderschön. Oh, ist das ein Traum. Und jetzt? Ja. Was machen wir jetzt? Also, wollen wir noch eine machen zum Abschluss, oder? Ja. Eine kleine, weil hier sind ja noch ein paar Quests. Also, was ist das da? Was? Notiz? Tiefer? Was? Wunderschön. Da ist Notiz tiefer und da. Oh, das ist wunderschön. So ein hübsches Paar. So, warte. Warte mal, hier oben sind noch ein paar Quests. Kommst du? Da hinten, wa? Ja. Genau. Ich bin ein Dieser! Hier, die machen wir, komm. Jetzt was hängt hier? Meine Bekanntschaft vom Strand. Chrisplay, was? Ja, echt mal, was? Ich war das nicht. Hä? Es geschieht nicht, dass jemand vom Himmel fällt, aber ihr seid hier. Hä? Wieso? Wer hat mich gesehen? Yep.
Ein vielbeschäftigter Khajiit. Aha. Ach, Rasum Dad. Ah, der begleitet dich immer mal, der ist cool. Ein Sturm am Horizont, okay. Okay, das ist jetzt nicht die, die wir hier machen können. Wir müssen jetzt, das ist einer der Begleiter, der dir immer mal Unterstützung gibt. Hier hinten ist, glaube ich, aber auch noch eine Quest. Oh, warte, vorher gibt es einen Kampf auf Leben und Tod. Gegen einen Donnerkäfer. Ja, du kämpfst und ich sammel. Ja, Blätter. Du kannst, sammel ruhig alles ein, ne, was du findest. Oh, mein Kack-Inventar ist schon wieder voll. Ja, das müssen wir dir auch unbedingt mal erweitern. Guck mal, hier ist eine Quest. Hui! Was ist hier denn schon wieder? Noch eine Notiz. Immer sind die Notizen. Erfahrt mehr über Kreuzbombanditen in Hasaks Loch. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Oh Mann. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Findet Hasaks Loch. Warte mal, ich zeige dir mal was. Guck mal. Ha! Hast du das gesehen? Ich weiß nicht mal, wo du. Nee. Auf, Chris, guck mal, was ich mache. Guck mal, warte. Pass auf. Wieso ging denn das jetzt nicht? Oh, gerade ging es, Chris, als du nicht hingeguckt hast. Nein! Die greift dich an. Ich helfe dir. Pam! So, tot. So, wo okay, müssen wir jetzt schnell eigentlich hin? Das ist ja jetzt wieder hier nicht. Boah, so ein Panther ist auch cool. Was für ein Panther? Ey, wie kann man denn hier? Man kann Eisenerz abbauen, verrückt. Ja, kannst du auch. Oh, hier ist noch eine Quest. Komm, wir vielleicht können wir ja die hier in der Gegend machen. Hier. Ach ja. Kann mich einer wir müssen ihren Trupp hier suchen. Da. Ich glaube, die sind hat am Strand, tatsächlich. Wir waren auf der kleinen ach ja, die sind am Strand. Oh, jetzt gehen wir doch noch am Strand, Chris. Die nach Kenatis gesegnet. Wunderschön. Dann zog wie aus dem Nichts ein Orkan auf. Segel wurden zerfetzt. Rümpfe rissen und wir wurden über Bord geschleudert. Ja, die sind da unten. Ich bin hier gelandet. Aber ich kann den Rest meines Trupps nicht finden. Ich dachte, ich hätte einen von ihnen rufen gehört. Aber das Meer verzerrt Geräusche. Wenn sie verwundet oder eingekesselt sind. Könntet ihr die Augen nach meinen Soldaten offen halten? Sie heißen Edelas, Onglorn und Nistel. Zu zweit können wir ein größeres Gebiet absuchen. Ich werde helfen, euren Trupp zu finden. Ich bin sicher, dass mein Trupp es lebend an Land geschafft hat. Die Seesoldaten des Dominions trotzen ständig den Versuchen des Meeres, uns zu ertränken. Aber Orkane sind eine andere Sache. Ich befürchte, meinem Trupp geht es schlechter als mir. Der Laderaum unseres Schiffes war voll mit einer alten bosmerischen Heilmedizin. Auf den Etiketten steht zwar Fackelkäfersirup, aber die Seesoldaten sagen Leuchtsaft dazu. Als wir Schiffbruch erlitten, wurden die Flaschen über den Strand verstreut. Das muss die Alit angelockt haben. Gedrungene Geschöpfe, die nur aus Zähnen, Klauen und unstillbarem Hunger bestehen. Seit ich wieder zu mir gekommen bin, höre ich sie den ganzen Strand hoch und runter. Sie denken mehr mit ihrem gierigen Magen als mit ihrem Erbsenhirn. Ich habe gesehen, wie eines der blöden Viecher eine ganze Flasche mit Leuchtsaft verschluckt hat. Viel Glück. Tut ihr mir einen Gefallen? Falls ihr sie vor mir findet, dann sagt ihnen, dass die See mich noch nicht getötet hat. Mach ich, Chef, mach ich. Leb wohl. So. Luni ist am Tanzen. Ja, ich habe auf dich gewartet. Ja, wir müssen auf jeden Fall irgendwann mal Quests machen, die du noch nicht hast, damit das auch für dich nicht so langweilig ist. Das ist überhaupt nicht für mich langweilig, ich liebe ja das Spiel. Also ich kann jetzt auch nicht jeden Dialog hier auswendig. Nur diese Anfangsquests von allen Stämmen, sage ich mal, habe ich jetzt erst ziemlich vor kurzem gemacht. Aber alles, was so weiter hinausgeht und vor allem auch Weltbosse und so, wenn du ein bisschen High Level bist, Chris, und vor allem das Geilste sind nachher sowieso die Dungeons, wo du den richtig geilen Loot kriegst. Da will ich dich jetzt hinkriegen. Komm mit, komm. Ja, Luna, die hat schon wieder lauter Sachen im Hinterkopf. Ja, Luna sieht schon wieder. Luna hat schon wieder das Geld, ne, im Blick. Ja. Hier schon wieder den ganzen Dollarzeichen. Die sind ganz schön low. Ja. Hast ja auch deine liebe Frau dabei. Die ist übelst high-end. Nein, Spaß. Aber eigentlich dürftest du dir ja nicht so viel Schaden machen. Boah, ich habe hier einen krassen Helm oder so. Warte mal. Jetzt mal auf.
Ich kann den nicht mitnehmen, weil mein Inventar schon wieder voll ist. Ich muss unbedingt mal irgendwie zum Händler was verkaufen. Guck mal, ja, die schmeiß mal nochmal ein bisschen was weg. Du hast auch, wenn du aufs Inventar gehst und da gibt's auch solche Sachen wie Verschiedenes, da hast du auch verdorbenes Fell, Panzer und sowas alles. Das ist alles, was du an den Händler verkaufen kannst. Da steht dann dabei, Plunder, der nur für den Händler einen Wert hat. Ich packe erstmal das weg, was alles nur einen... Nummer E ist das immer, okay. So, jetzt muss ich ja wieder ein bisschen Platz haben. Genau. So. Habe ich jetzt hier... Ach ne, halt bei Rüstung. Macht der besser? Der macht ja, besser. Ja, Helm macht auf jeden Fall besser. Alles, was du nicht ausgerüstet hast, macht besser, wenn du es ausrüstest. Magika-Regeneration macht's mehr und maximale Ausdauer auch mehr, aber dafür geht Magieresistenz und physische Resistenz runter. Von wie viel? Wie, was meinst du? Von wie viel Resistenz geht es runter? Von 8800 auf 7600. Das ist jetzt nicht so schlimm. Kannst ruhig wechseln. Krieg ich gerade Schaden? Ach so, ja. Warte, ich... Ja, also, Entschuldigung, ich habe gerade bei dir mitgelesen. Ich habe mich aufgepasst. So. Bin kannst du ruhig voll... wechseln. Das ist nicht so schlimm. Okay. So. Weiter geht's. Wir müssen auf den... Kann ich den angreifen? Wen willst du? Nein, rot. Nein. Komm. Komm. Nein. Komm, wir müssen die Leute finden. Nicht alles angreifen, Chris. Hier, die kannst du angreifen. Guck. Du greifst an, ich loote so lange. Chris ist eine große Hilfe, ja. Ach, der ist schon weg. Ja, hab ich gemacht. War ganz allein meine Idee. Oh, der Chris, der kann das einfach, ne? Ich lauf nur mit. Oh, die ist ja stark für so eine Krabbe. Ach, du hast jetzt die armen Krabben angegriffen? Na, eine, ja. Och, na ja. Hm, heute gibt's Krabbenfleisch. Lecker, lecker. Hast du jetzt Fackelkäfer-Sirup bekommen hier? Für keine die verwundeten Ahnung. Seesoldaten? Bestimmt. Wo sehe ich das? Das hätte dann bei dir stehen müssen. Komm, wir suchen für dich nochmal. Weil du brauchst, bevor wir die Seesoldaten finden, brauchen wir für dich Fackelkäfer-Sirup. Jetzt hat er schon wieder die Krabbe angegriffen, das glaube ich die jetzt gibt nicht. Erfahrung. Komm mal mit jetzt hier, warte. Hier, komm, den hier besiegen wir nochmal, dass du Fackelkäfer-Sirup bekommst. Ich brauche auf jeden Fall noch eine stärkere Waffe. Ja, das kommt noch. Hast du jetzt Fackelkäfer-Sirup? Nö. Guck mal in dein Inventar. Guck mal, ob da irgendwo Fackelkäfer-Sirup ist. Alles. So. Fackel, 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 Fackel. Ist das grün? Das müsste. Also steht auf jeden Fall Fackelkäfer-Sirup daneben. Das hast du unter Questgegenstände. Geh mal auf Questgegenstände. Da ist das drin. Ja, hab ich. Ja, hast du? Gut. Jo. Jo, dann komm, gehen wir die Leute befreien. So, Nistel hier. Tot, alle töten. Nein, nicht töten. Du helfen, verloren. Nicht töten. Bitte bringt mir gute Neuigkeiten. Jo, die lebt noch. Ich sah, wie sie im verdammten Sturm von Bord gespült wurde. Jo, dann holen wir die nächste. Ich habe mich am Tauwerk fest. Ach, jetzt brauchen wir hier nochmal Fackelkäfer-Sirup. Schön mitnehmen. Doch das hat mir die Haut von den Handflächen gescheuert. Wenn ich keine Waffe halten kann... bin ich für meinen Trupp nutzlos. Habt ihr irgendwelches Verbandszeug? Leuchtsaft? Ich dachte eigentlich, dieses Zeug wäre nur für üble Streiche an verschneiten Tagen gut. Sobald ich meinen Milzschlitzer hier wieder tragen kann, arbeite ich mich den Strand hoch und suche nach Feldwebel Firion. Was ist mit euch? Ich hoffe, sie wissen ihr Glück zu schätzen, wenn ihr sie findet. Ich gehe weiter landeinwärts, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Kämpf tapfer. Machen wir, leb wohl. Hau rin, Tim. So. Hau rin, Tim. Genau. Wollt ihr jetzt mal nochmal Fackelkäfer-Sirup? Ne Maus. Nein, lass doch die Maus. Och, die ganzen armen kleinen Viecher, ey. Innereien. Die armen Tierchen. Komm her. Die machen wir platt.
Jawohl! Stirb! Also bis jetzt ist echt noch ganz schön einfach. Ja, ja, das wird noch schwierig. Pass auf, bis wir den ersten Gruppendungeon machen. Wow. Da fängst du an zu schwitzen nachher irgendwann. Ach, easy. Quatsch. Ah. Ja, vor allem, wie du ranspielst, so wow. Schade, der kann keinen Sprungangriff. Ja, noch nicht. Hui. Ein Seestern. Kann man nicht töten. Man kann doch nicht alles töten, Chris. Wer seid ihr? Wart ihr Teil der Flotte? Man kann ja auch nur einen Rock gucken. Sie ja, aber der hat doch Leben. Eine Hose drunter. Gut. Das ist doch ein Meer. Ich wurde von den Wellen gegen das Schiff geschleudert. Habe mir ein paar Rippen gebrochen. Nicht gerade das schönste Gefühl. Schmeckt wie Sandalen, die in Minzparfüm gekocht wurden. Aber wenn es mir die Rippen zusammenflickt, trinke ich die ganze Flasche. Gut. Ich werde Feldwebel Firion finden. Geht. Bringt sie in Sicherheit. Lebt wohl. Tschüss. So, jetzt holen wir die letzte. Die war da hinten. Da war nämlich vorbeigeflitzt vorhin. Machen wir. Wettrennen, ich gewinne. Ja, ich habe aber gleich keine Ausdauer mehr. Verdammt. Ganz schön langsam, der Gaul. Hast jetzt deinen Gaul genommen? Schummelst ja. Ich glaube, ich bin schneller, wenn ich renne. Ja, du kannst aber die Schnelligkeit vom Pferd und so kannst du auch noch erhöhen, täglich, in den Stallungen. Segnet Öfre. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Habt ihr andere Seesoldaten am Strand zur gesehen? Höhle. Sie lebt. Ich schätze, da hatten wir wohl trotz des Schiffbruchs ein wenig Glück. Über mein Bein kann ich das leider nicht sagen. Wenn ich es nicht zu sehr belaste, komme ich humpelnd einigermaßen gut voran. Leuchtsaft? Bei den Göttern, das stimmt. Sobald ich wieder alleine stehen kann, gehe ich weiter landeinwärts. Mach das. Leutnant Gelin hat mich aus dem Wasser gezogen. Er wird wissen wollen, dass Feldwebel Firion und der Rest der Mannschaft in Ordnung sind. Auch Gesundheit, mein Kätzchen hat genießt. Ich glaube, er sagte vorhin etwas davon, dass er in einer Höhle hier in der Nähe nach einem Unterschlupf suchen wollte. Aber da habe ich immer noch Sand gespuckt. So. Haben wir die jetzt fertig? Nee, jetzt müssen wir mit der... Jetzt müssen wir zur Höhle. Nee, wir müssen erstmal zur Höhle. Kommst du mit? Klar, hab ich eine andere Wahl. Nee, wir sind jetzt verheiratet. Da kommst du nicht mehr raus. Oh, mein Kater ist so niedlich. Er ist gerade aufgewacht, setzt sich neben mich und niest mich erstmal die ganze Zeit an. Hui! Da kommst du angerannt mit gezogenem Schwert, ne? Also ein bisschen unheimlich ist das schon. So. Leutnant Gelin. Boah, der sieht aber nicht mehr so fit aus. Ne. Ah, dem hat's halt hingerafft. Ja, gut, ne? Ja, gut, ja. Der ist jetzt halt nicht mehr so fit. Passiert halt manchmal. So. Aber manchmal ist es schon ein bisschen ablenkend, finde ich, wenn hier so viele andere Spieler rumlaufen. Man gewöhnt sich dran. Am Anfang ja, aber die nimmst du irgendwann gar nicht mehr wahr. Okay. Also bei mir ist es so. Wie sich gezeigt hat, war es mein Trupp, der mich gefunden hat. Untersucht. Habt ihr schon mal eine Karriere als Seesoldat des Dominions in Betracht gezogen? Ihr würdet einen guten Späher abgeben. Mein Trupp sagte, ihr habt nach Leutnant Gelin gesucht. Habt ihr ihn gefunden? Haben wir. Was meint ihr? Erst zieht wie aus dem Nichts ein Orkan auf und vernichtet unsere Flotte. Dann wird ein tüchtiger Seesoldat des Dominions gefangen und zu Tode gefoltert? Was war sonst noch in der Höhle? Jede Menge Knochen, Kerzen, Schlangen und außerdem noch Höhlen. Eine Art Opferung? Das ist zu viel für meinen Trupp. Wir brauchen Verstärkung. Nistel hat in der Nähe ein gestrandetes Schiff entdeckt.
Es scheint weitestgehend unversehrt und sie hat Seeleute des Dominions an Bord erspäht. Wir müssen unsere Kräfte bündeln und denjenigen finden, der Leutnant Gelin ermordet hat. Mein Trupp und ich müssen seine Leiche aus dieser verdammten Höhle herausschaffen. Würdet ihr die Seeleute auf diesem gestrandeten Schiff warnen? Sie müssen wissen, dass es nicht sicher ist, hier durch die Gegend zu wandern. Ich werde sie warnen. Wartet, nehmt das hier. So gehört sich das. Ich habe etwas Leuchtsaft gefunden, während ich nach meinem Trupp gesucht habe. Aber ihnen geht es ja schon besser. An den Geschmack werdet ihr euch gewöhnen. Wir kommen bald nach. Passt auf euch auf. Lebt wohl. So. Bist gerade über mich gesprungen. Nee. Hab dir unter den Rock geguckt. Nee. Doch. Chris, ich wollte gerade sagen, wer guckst du mir unter den Rock, ey? Ja, wir sind nicht verheiratet, aber wir hatten noch nicht unsere Hochzeitsnacht. Du hast nicht Linden. Ja, frag dich, warum ich so ein langes Kleid an habe. Hier ist auch noch eine Quest, okay. Ach so, mit dem müssen wir jetzt reden. Ist das der? Das ist der. Uns diese verdammten Seewiber noch. Ihr seid keine schlüpfrige Seewiber oder ein faulmündiger Schiffbrüchiger. Erklärt euer Anliegen der Mannschaft der Vagabund. Der Orkan hat hunderte von Seesoldaten getötet. Was spielt es da für eine Rolle, wenn einer von ihnen in einer Höhle starb? Tja, ja. Oh, nun, bis sie wieder seetüchtig ist, ist die Vagabund wie ein Huhn im Wolfsbau. Vielleicht können eure Seesoldaten ja beweisen, dass sie nicht nur Frachtstücke auf zwei Beinen in schimmernder Rüstung sind. Wenn sie mit anpacken, denke ich über Verstärkung für sie nach. Sind sie dazu bereit? Oder haben sie nur eine große Klappe? Ich bin mir sicher, dass ich... Okay. Und ich bin sicher, dass sie genauso nützlich wie im Orkan sein werden. Falls sie das Gegenteil beweisen möchten, sind sie herzlich dazu eingeladen, zur Abwechslung etwas Ordentliches zu arbeiten und die Lecks im Laderaum der Vagabund zu flicken. Vielleicht finden sie irgendwo in den ganzen Wracks hier einen Ersatz für das Steuerrad. Oh, und unser Sonnensichter. Er muss über Bord gefallen sein, als wir gestrandet sind. Unser Ausguck sah, wie diese skingfingerigen Piraten damit abgehauen sind. Ihr werdet den Sonnensichter zurückholen müssen, koste es, was es wolle. Ich habe ein paar Fragen. Reden ist immer leichter, als kräftig anzupacken. Schon klar. Nun, fragt... Wir lassen es so. Weiter? Ja, du musst nicht alle Fragen immer fragen. Also das ist auch noch was du zu Teso wissen solltest. Also, ein paar Sachen, also diese normalen Sachen, ja, kannst du dir anhören, aber dieses Fragen immer, tut jetzt nicht Not. Und das Gute ist, du kannst jetzt hier, wenn du jetzt mit ihr sprichst, gleich, sie macht die Quest weiter. Da kannst du jetzt die Leute losschicken für das, was du eigentlich machen sollst, die du jetzt gerettet hast. Cool, ne? Musst du mit ihr hier sprechen, mit ihr. Hier. Dies sind keine hier. Seeleute des Dominions. Sie sind Freibeuter. Der. Was für ein Glück. Ich hab's schon. Okay. Quartiermeister Oblan hat Verstärkung versprochen, sobald die Verwirrung repariert ist. Wir werden dieser alten Seekatze zeigen, was die Seesoldaten des Dominions alles zustande bringen können. Wir brauchen ein neues Steuerrad. Edelas ist der beste Spürhund im ganzen Regiment. Schick einfach alle Leute los. Arbeit abgeben ist immer gut. Wenn ihr möchtet, schicke ich ihn raus, um nach einem neuen Steuerrad zu suchen. Ja, schick den raus. Er ist auf dem Weg. Gibt es sonst Anzeige noch etwas, ist was raus. Wir tun könnten? Gibt Lex. Mistel kann mit einem Hammer genau. Jo, der soll die ganz machen. Onglorn ist unser bester Spurenleser. Klar, die alles. Die den Sonnen gibt nichts mehr zu tun. Zeit, dass dieser räudige Freibeuter sein Versprechen hält. Vielleicht solltet ihr das Reden übernehmen. Ich würde ihn nur aufziehen. Ja, lebt wohl. So. Okay. So, jetzt mit dem hier nochmal sprechen und dann müssen wir an Bord gehen. Das ging schnell. Gut, es gibt Platz auf der Vagabund für eure Seesoldatenfreunde, solange sie für ihre Mahlzeiten arbeiten. Ich sagte, ich würde darüber nachdenken. Tja, der Schlitzohr. Kapitän Jemila ist die Einzige, die diese Entscheidung treffen kann. Der Schlitzohr. Ja, er hat gesagt, er würde darüber nachdenken. Etwas, das ihr gerne hören werdet. Ihr habt die Vagabund gerade wieder seetüchtig gemacht. Und Kapitän Jemila begleicht immer ihre Schulden. Geht und sprecht mit ihr. Sie weiß nur, wenn sie einen guten Grund dazu hat.
So. So, jetzt gehen wir mit dem Kapitän sprechen hier. Capitano. Am Anfang musst du erstmal sehr viel mit vielen Leuten labern. Tag. Dank. Aber nicht, dass du dich jetzt verlaufst hier, Chris, ne? In andere Kästchen. Pass auf. Diese Seesoldaten haben auch ihren Teil geleistet. Ich habe keine Verstärkung, aber ich biete etwas Besseres. Ich weiß, wer die Soldaten des Dominions tötet. Und ich weiß, wie man das beendet. Hübsches Kätzchen. Unser Eieiei. Wie die Seewippern einen Seesoldaten des Dominions in eine Höhle gezerrt haben. Später hat er gesehen, wie eure Freunde die Leiche des Seesoldaten geborgen haben. Wenn wir nicht so knapp besetzt wären, hätte ich seine Rettung befohlen. Aber drei Leute aus meiner eigenen Mannschaft werden vermisst. Bevor wir die Gefahr erkannten, habe ich meine Mannschaft losgeschickt, die Untiefen nach Brauchbarem abzusuchen, mit dem wir die Vagabund reparieren können. Wir dachten schon, sie wären verschwunden. Aber eine ist gerade eben wiedergekommen. Level up? Nee, doch nicht. Ja, das ist ja noch gar nicht beendet. Kannst du gar nicht. Alles klar, schon gut. Die Seewipern sind passiert. Jetzt braut sich ein neuer Sturm zusammen. Und ich fürchte, dass sie der Grund dafür sind. Mastengewe erholt sich unten. Hört selbst, was sie zu sagen hat. Lebt wohl. Echt viele Katzen hier. Ja. Paradies. Mal. Chris, guck mal. Das passiert, ja, wenn du mich hier alleine lässt. Pass auf. Ja, das war's. Ich wollte es mal gesagt haben. Aha. Oh, wieder aufgestanden, alles klar. Was gibt's da eigentlich noch für Befehle? Ja, da gibt's eine ganze Menge. Ich schick dir mal einen Link die Tage. Da kannst du mal durchgucken. Da gibt's richtig coole Sachen. Oh! Oh, süß! Komm, wir gucken hier unten. Komm, wir gehen hier unten im Dunkeln. Wir gehen hier unten mal rein. Ich weiß nicht, ob ich hier mit dir zusammen rein möchte, Chris. Ich habe so ein bisschen Angst gerade. Wo ist er? Ey, kann man alles mitnehmen wieder? Ja, ja, hier kannst du wieder alles mitnehmen. Bananen. Ah, nee, hier ist aber stehlen. Oh, nee, da ist schon einer hinter mir. Ah, nee, ist ein Spieler. Tach. Und wenn du in den Bücherregalen liest, dann kannst du manchmal ein Level aufsteigen. Also nicht ein allgemeines Level, sondern in den Fertigkeiten. Und Fertigkeiten freischalten und so. So, was? Die sind verrückt. Die wollen noch einen Orkan erschaffen. Noch ein Orkan? Was meint ihr damit? Sur, Wirkwild und ich haben nach einem Ersatz für das Steuerrad gesucht, als die Seewipern uns überfielen. Sie haben uns auf die Insel mit dem gestrandeten Flaggschiff des Dominions gebracht. Sie haben Dinge dort getrieben. Schreckliche Dinge. Schreckliche Dinge? Diese dreckigen Maorma haben meine Kameraden hochgeschleppt und an diese schlangenförmigen Statuen gebunden. Dann haben sie zu singen angefangen und wurden von Blitzen umzuckt. Genau dann begann sich der Sturm, um die Insel herum zusammenzubrauen. Mhm. Ja, ich bin mir da sicher. Es war ein schrecklicher Anblick. Die Seewipern waren so mit ihrem Ritual beschäftigt, dass ich mich befreien konnte. Ich habe versucht, mir Sur zu schnappen, aber der Blitz hat ihn festgehalten. Dann hat einer der Seewipern an ihm gezerrt. Ich sah das Handgelenk des Maorma aufleuchten. Warum leuchtet das? Die Maorma trugen Magnetsteine in ihre Handgelenke. Das Handgelenk. Damit konnten sie diese Blitzfesseln ignorieren. Das weiß ich nicht. Aber ich konnte nichts mehr tun. Deshalb bin ich vom Schiff gesprungen und davongeschwommen. Glitzert. Bitte lasst nicht zu, dass sie meine Kameraden opfern. Lebt wohl. So. Ja, die Luni, die überspringt das alles. Ich merke das schon. Nein. Würde ich niemals tun. Komm. Komm, schnell weg. Ist hier jemand, der guckt? Willst du wieder einkaufen gehen? Aber das ist doch blöd, wenn man an der Wache vorbeiläuft, dann merken die das. Ja, aber nicht, wenn dein Kopfgeld wieder runter ist. Wenn du keinen Kopf oder wenn kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, dann merken die das nicht, dass du was geklaut hast. Noch mein Inventar ist voll. Gibt's hier irgendwo einen Händler? Den suchen wir das nächste Mal auf, bevor wir anfangen. Na. Und dann machen wir auch dein Inventar mal ein bisschen größer. Komm, Chrissy, komm. Hui! Musst jetzt mal ins Wasser springen. Nee. Ich hab. Nee. Nee. Ich nicht.
Kalt, nass. Oh, die Pfötchen werden nass. Nein. Ich glaube, gleich kommt ein klitzekleiner Bossfight. Ach, da bist du. Na, ich bin außen rumgelaufen, nicht durchs Wasser. Ach so. Katze, wasserscheu und so, Katze. Ja, das hast du klug gemacht. Oh, da ist eine Himmelsscherbe, komm schnell mit. Himmelsscherben, das, was so leuchtet bis zum Himmel, immer schön einsammeln. Warum komme ich hier nicht? Komm nicht drüber. Oh, du kannst nicht hoch genug springen. Musst du außen lang gehen, Schätzelein. Weil guck mal, wenn du 3 von den Dingern hier einsammelst, kriegst du einen Fertigkeitspunkt. Und musst ja doch schwimmen, siehst du? Ja, erstmal schütteln. Oh, du leuchtest so schön. Das ist so schön. Komm, wir kämpfen erstmal gegen die bösen Buben hier. Oh, Chris, das läuft einwandfrei mit dir. Okay, wir müssen das Maormer-Ritual aufhalten. Kriegen wir hin. Da bin ich Meister drin. Achso, Chris, und solltest dich irgendwann in den Fingern jucken und du sagst, du wärst gern ein Vampir oder ein Werwolf? Ja, das kriegen wir hin. Ach nee, warte, das ist falscher Weg. Du kannst verwandeln, oder was? Also als Vampir ja, aber als Werwolf kriegen wir es auch hin. Ich weiß, wo man hingehen muss. Und sowas. Ich würde schon gern Kätzchen bleiben. Okay. Du kannst aber bei beiden. Beim Werwolf verwandelst du dich nur, wenn du die Fertigkeit einsetzt. Aber beim Vampir, das sieht richtig cool aus. Da kriegst du ganz rote Augen und bist übelst blass und so. Aber der bleibt Katze, oder was? Der bleibt nur eine Katze. Vampirkatze sozusagen. Eine Vampirkatze bist du dann. Da bist du sehr blass und du musst dich regelmäßig vom Blut der Unschuldigen ernähren. Damit du schön kräftig bleibst. Oh, wir hatten dein Level up. Ja, das scheint ich gewesen zu sein. Oh, hier ist eine Truhe. Hier, guck mal. Ach nee, die ist meisterhaft. Ich glaube nicht, dass du die aufkriegst. Ich versuche es mal. Die sind nämlich extrem schwer teilweise aufzumachen. Ach so, weil du da dran bist, okay. Aber ich krieg's gerade auch nicht hin, weil es zu wenig Zeit. Ich werde auch gerade angegriffen, glaube ich. Ich muss es nochmal probieren. Werde ich gerade angegriffen? Du kannst es aber auch noch versuchen. Oh, ich hab gleich Erfahrung mitgekriegt von dir. Ja, weil ich dein Bär hat mitgekämpft. Naja, und weil wir verheiratet sind. Oh, ich hab sie auch gekriegt! Jawohl! Oh! Oh, Alter, ein lilanes Ausrüstungsstück, ich raste aus. Also gut ist das jetzt aber nicht, ne? Ja, es geht so. Ah, ich guck's mir später an. Kannst du mir das nicht auch geben einfach? Was? Ja, na klar, ich kann dir auch Ausrüstung geben, warte mal. Aber ich habe jetzt nur High-Level-Ausrüstung. Wir müssen mal zur Bank gehen, da habe ich noch was eingelagert. Da müsstest du aber mindestens Level 8 werden. Okay. Weil das, was ich jetzt habe, ist für dein Level, Schätzelein, noch zu hoch. Okay. Du bist noch zu klein. Komm, folge mir. Ich bin nur zu klein. Oh, ich bin runtergefallen. Och nee. Kätzchen muss klettern üben, ja? Ja. Ey, der kommt hier nicht hoch. Jetzt. Gesundheit! Ah, danke. Was ist das hier für ein Orkan? Ach stimmt, die haben ja gesagt Orkan. Was ist der hier? Magnetstein müssen wir benutzen. Oh. Nummer 1 und da drüben auch nochmal. Wir haben den Verstand verloren. Übelster Sturm, übelster Wirbelsturm. Hui! Ah, wer kommt denn da? Keine Ahnung. Lass mal hier den Dings raus. Heute werden die mich nicht töten. Ja. Au. Ach, das war's. Doch kein Kampf. Oh, das ist ja prima. Oh, guck mal, wir müssen gar nicht kämpfen. Das ist ja low. Oh, das ist ja. eigentlich gab's hier immer noch ein Kämpfchen. Naja, gut. Heute ohne Kampf, auch okay. Aber keine Sorge, du wirst hier noch genug kämpfen, weil sobald du ein vernünftiges Level hast, schleppe ich dich sowieso in die ganzen Dungeons. Und die ganzen Gruppenverliese. Ja, ich bitte drum. Dann machen wir das die ganz coolen Sachen. Das ist ja Kikifax, hier bin ich ja noch nicht mal hier. Die treffen mich ja zur Not nicht mal. Ja. Wow. Jetzt musst du ein bisschen schwimmen, Chris. Kriegst du das hin? Eine Eisenaxt, auf mein scheiß Inventar. Ih, kalt! Ich meine, ih, kalt! Oh, süß! Ja, also aber wie gesagt, als Vampir, da könnte ich dich speisen. Da gibt's auch eine geile Quest zu. Das geht aber auch wieder nur an einem Vampire-Shrine.
Aber da musst du ja wieder die ganze Zeit Menschen essen. Da bist du so gezwungen. Musst du nicht. Du kannst auch dich nicht ernähren und dann siehst du halt gruseliger aus, ne? Dann siehst du halt ausgezerrter aus. Aber du musst dich jetzt nicht zwingend ernähren. Hui! Hui! Was habe ich denn jetzt für eine Erfahrung? Ach, das ist so geil, wenn ich nicht kämpfe, aber du irgendwas machst, kriege ich deine Erfahrung mit. Mach mal schön da unten, Chris. Bin voll aggressiv, voll kampfwütig. Was jetzt? Level up. Ein Level up, Level 36. Zure wow. Und Wirkwild sind zurückgekehrt, als die Himmel gerade aufklarten. Sie sind ein wenig feucht, aber sonst in Ordnung. Mein Lauerer sagt, dieser muss euch danken. Ja, ich habe das Ritual aufgehalten und eure Mannschaft befreit. Dann schließen wir die Reparaturen ab und verschwinden bei Flut von Ja, weil du das so toll gemacht hast, Chris. Und eure Freunde, die Seesoldaten, haben die Seeviper abgewehrt. Aber nicht das jetzt ausrüste. Während ihr meine Mannschaft gerettet habt, sie sind immer an Bord willkommen, egal wie lange. Vielleicht sehen wir euch in Mistral wieder. Ihr werdet immer einen Platz auf der Vagabund haben. Quest abschließen. Wow. Oh nein. Ich kann es nicht abschließen, weil mein Inventar voll ist. Oh, das regeln wir das nächste Mal, bevor wir anfangen zu zocken. Warte mal, ich brauche doch nur Inventar, was wegschmeißen und dann kann ich die Quest abschließen. Ich wollte was wegschmeißen, was keinen Wert hat, das da. So, gib mir das. Sur und Wirkwild, dann schließen wir. Aha, Quest abgeschlossen. Wow. Oh, das war toll. Guck mal, ich habe mich umgezogen. Jetzt siehst du mal meine Rüstung. Zeig ich dir mal meine Rüstung. Ich zeig dir meine echte Rüstung. Eine echte Rüstung. Komm mal mit um die Ecke, ich zeig dir meine echte Rüstung. Schick, schick, leuchten tust du. Ja. Ja, das ist alles jetzt schwere. Das sind alles schwere Rüstungsteile. Sieht doch schwer aus. Ja, das hält auch ganz gut was ab. Bisschen im Gesicht wie Terminator sieht so aus, wenn er ja, die Seite so abgerissen hat. Ja, ne? Aber in schön, ich glitzer ein bisschen. So hellblau. So, also jetzt stellen wir uns hier noch hin. Oh, die hat, guck mal, die hat ja so voll das Abendkleid an. Ja, ja, die hat, das ist eine Kostümierung, die sie hier anhat. Die hat so einen kurzen Dress, den kannst du dir auch. Warte, ich muss mal Händchen halten mit dir, warte. Moment. Ach, das geht jetzt nicht. Doch, jetzt fast, jetzt. Ach, jetzt, guck musst mal. Nur noch die Dings stimmen, ja, so. So, oh. Leute, an der Stelle machen wir jetzt aber erstmal einen Cut. Das waren jetzt 3 Stunden und 17 Minuten. Vorhin haben wir noch gesagt, ja, wir gucken so ein, zwei Stündchen rein. Ja, genau. Maximal 2. Genau, ich werde mal gucken, was ich davon verwurste. Ja, ihr könnt ja mal gerne schreiben, sowohl bei YouTube als auch im Live-Chat, was ihr bis jetzt von dem Spiel haltet. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht, ich guck mal, was ihr dazu sagt, zu einer neuen Folge wieder. Dann haut mal in die Tasten und ja, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Zeit für die Rückkehr nach Morrowind.